Achtung, wir drehen. Achtung und Ton ab. Wir drehen. Wir drehen. 2 107 9 1. Ja. Vor den Kameras die wichtigen Schauspieler. Ganz am Rande des Sets die Komparsen. Christina Ruppel ganz links muss einen dicken Mantel tragen. Dabei ist es 26 Grad warm, aber es soll halt nach kühlem Herbst aussehen. Die Archivarin hat sich für heute extra freigenommen. Das ist nur mal Spaß an der Freude dabei sein, weil es einfach angeboten wird. Und es wird wahrscheinlich das erste und letzte Mal sein. Warum? Ich glaube nicht, dass man so häufig die Chance bekommt. Ist ja, ich bin jetzt eine von aus 1400, die ausgewählt worden ist. Ist ja auch ein kleiner Glücksfall. Die Szene wird immer wieder wiederholt. Es ist schon 14 Uhr. Aus. Und aus. Christina Ruppel hatte noch keinen einzigen Einsatz. Stattdessen steht sie daneben, guckt zu und schwitzt im dicken Mantel. Sie bekommt für heute 90 Euro Gage. Dass sie dafür so wenig tun muss, hat sie nicht erwartet. Nur ein bisschen Hollywood-Glanz, dafür ein bisschen mehr Ernüchterung. Dadurch, dass ich das ja jetzt nur mal einen Tag in meinem Leben mache, kann ich das verkraften. Also jeden Tag wollte ich das tatsächlich nicht machen, aber hin und wieder mal. Das ist schon ganz okay. Ortswechsel zum Bielefelder Rathaus. Da findet der offizielle Pressetermin mit den Journalisten statt und mit dem Star selber, Wilsberg, gespielt von Leonard Lansbrink. Dass er in den letzten Tagen ausnahmsweise mal in Bielefeld drehen konnte, fand er super. Er hat an der Stadt Seiten entdeckt, mit denen er hier nicht gerechnet hatte. Nachts auf der Sparrenburg, das war ein eindrucksvoller Ausblick, muss ich gestehen. Also nachts oben auf der Sparrenburg auf das beleuchtete Bielefeld. Es ist ein Krankenhaus nebenan, glaube ich. Da landet ab und zu mal ein Hubschrauber und es gibt irre viel Polizeieinsätze nachts. Das hat mich gewundert. Und ich glaube, der Park um die Sparrenburg ist ein beliebter Treffpunkt für junge Leute, die alle kein eigenes Zimmer haben. Der Mann nimmt den Presserummel mit Humor. Das zeigt sich auch, als wir ihn fragen, wie das denn so ist, mal ausnahmsweise nicht in Münster zu drehen, sondern in Bielefeld. Die super Stadt und man kann ja viel machen. Es gibt eine U-Bahn und es gibt ein super Rathaus und es gibt eine super Innenstadt. Und es gibt selbstgebrautes Bier. Also man muss hier sein eigentlich, gelegentlich. Für Einzelinterviews geht's rein ins Rathaus. Der Produzent erklärt uns, warum die Komparsen zwar für allgemeine Bilder wichtig sind, aber bloß nicht für die Naheinstellungen. Also wo nur der Kopf der Darsteller drin ist, stören. Da kann man nicht Komparsen inszenieren, die dann durch diesen Kopf, großen Kopf im Hintergrund durchgehen. Das wäre verrückt. Das heißt, die wesentlichste Eigenschaft eines Komparsen ist, er muss im entscheidenden Moment unsichtbar werden. Genau, so ein bisschen, das ist sehr, sehr nett formuliert, aber so ungefähr ist es, ja. Zurück am Set, 15.30 Uhr. Christina Ruppel hat gleich ihren ersten Auftritt. Du kommst mit aus dem Restaurant raus. Wir erzählen irgendwie, du warst hinten im Separé. Und die beiden Episodendarsteller kommen raus und gehen zum Wagen. Und du kommst auch nochmal raus, riechst vielleicht nochmal die Jacke. Und dann gehst du gedachterweise von dir aus gesehen links die Straße runter. Okay. Quasi in die Unschärfe. Und bitte. Im Vordergrund die Stars. Christina Ruppel. Nur von hinten. Dafür darf sie aber mit einem ihr völlig Fremden, einem anderen Komparsen, Händchen halten. Abbruch am Anfang, bitte! Wir wurden gefragt, ob es okay ist, wenn wir Händchen halten. Also wir kannten uns vorher halt auch nicht und war jetzt für uns natürlich total okay. Nö, also eigentlich war abgemacht, er nimmt meine Hand irgendwann und wie es dann rüberkam, weiß ich natürlich nicht. Ich habe es nicht gesehen. 14 Sekunden Ruhm. Ihre Freunde und Familie können es trotzdem kaum erwarten, sie später mal im Fernsehen zu sehen. Ja, wollen auch alle dann wissen, wie es gelaufen ist, haben mir heute Morgen noch viel Glück gewünscht per WhatsApp und ja, sind auch alle mitgespannt. Dann muss sie wieder warten. Ihr Auftritt wird erst irgendwann im nächsten Jahr gesendet. Aber so ist das eben bei großen Fernsehserien.